Hallo und willkommen zu einem neuen Get Fit Berliner Video. Hast du Rückenschmerzen oder Verspannungen? Dann ist dieses Video bestimmt hilfreich für dich. Rückenschmerzen können viele Ursachen haben. Ein Großteil davon sind mechanische Ursachen. Das heißt, der Fehler liegt bei einer Fehlhaltung oder einer falschen Alltagsbelastung oder auch falscher Belastung im Sport. Hier geht es um diese mechanischen Ursachen. Hier gibt es wieder zwei Faktoren, die oberflächliche und die Tiefenmuskulatur. Bei der oberflächlichen Muskulatur können gewisse Teile verspannt, verkürzt sein und andere zu schwach. Hier kümmern wir uns um die Tiefenmuskulatur, die sehr oft vernachlässigt wird. Dafür legen wir uns hin und es gibt zuerst mal etwas Theorie. Die Tiefenmuskulatur ist dafür da, dich zu stabilisieren. Wenn die nicht genug angesteuert oder zu geschwächt ist, dann übernimmt die oberflächliche und die verspannt sich. Das führt dann zu Kreuzschmerzen oder zu Verspannungen. Somit müssen wir diese Muskulatur aktivieren. Die besteht aus unserem Beckenboden. Der ist dafür da, unsere Organe zu halten und auch unsere Öffnungen zu öffnen oder zu schließen, wenn wir zum Beispiel aufs WC gehen. Dann haben wir den Transversus, das ist die tiefstliegende Bauchmuskulatur und die schlingt sich wie ein Korsett um unseren Körper und ist auch dazu da, uns zu stabilisieren. Dann haben wir der Wirbelsäule entlang, ganz tief gelegen, den Multifidus-Muskulatur. Die liegt dicht an der Wirbelsäule, tiefste Muskulatur, und stabilisiert unsere Wirbelsäule. Beim Hals haben wir noch den Longus Collis, Longus Capitis, und der stabilisiert unseren Kopf, der ja doch ziemlich viel wiegt und den wir halten müssen. Hier zeige ich dir, wie du diese drei Anteile, vier Anteile aktivierst. Wir fangen mit unserem Beckenboden an. Du liegst am Boden, die Beine sind angewinkelt und es ist ganz einfach, du stellst dir vor, du musst aufs WC und musst es zurückhalten. Das heißt, einmal zurückhalten und wieder locker lassen. Zurückhalten und wieder locker lassen. Die zweite Muskulatur oder der zweite Teil ist dein Transversus. Dazu legst du eine Hand oberhalb des Bauchnabels und eine Hand unterhalb des Bauchnabels. Ziel ist es, die Hand, die unterhalb des Bauchnabels liegt, gegen die Wirbelsäule nach unten zu ziehen, sodass sich hier der Teil absenkt. Der Teil hier soll normal bleiben. Das heißt, es geht nicht darum, den Bauch einfach einzuziehen, sondern hier den unteren Teil zu aktivieren. Das kannst du überprüfen, indem du dann mit zwei Fingern auf beide Seiten raufgreifst und fühlst, ob es angespannt ist. Dann haben wir den Multifidus, der unsere Wirbelsäule entlang geht, und beim Hals die anderen beiden, Longus Collis und Longus Capitis. Die aktivierst du, indem du deine Wirbelsäule sozusagen in die Länge ziehst. Das heißt, in dieser Position würdest du deinen Kopf nach hinten ziehen und dein Steißbein nach unten ziehen. Du ziehst dich lang. Nun musst du diese drei Sachen gleichzeitig aktivieren. Das heißt, zuerst Beckenboden anspannen. Was aber hier wichtig ist, wir spannen ihn nicht voll an, sondern von der 100%igen Anspannung, die du hast, nimmst du nur 20%. Es ist wichtig, dass du dabei reden und atmen kannst. Ist am Anfang nicht so leicht, aber nach ein bisschen Übung gelingt dir das. Also, spannst du deinen Beckenboden 20% an, nun führst du die untere Hand nach unten, hast deinen Transversus angespannt und nun ziehst du dich in die Länge. Diese drei Sachen nennen sich die drei Heiligen, das heißt, wir aktivieren die drei Heiligen. Somit hast du eine gewisse Grundspannung und stabilisierst deinen ganzen Körper. Das kannst du in jeder Position machen. Das kannst du auch im Alltag, im Büro machen oder bei Übungen. Wenn du das Ganze etwas schwieriger gestalten möchtest, kannst du das zum Beispiel auch in einem Unterarmstütz machen. Leichtere Version ist, die Beine sind angewinkelt und du hebst ab. Schwierigere Version ist, die Beine sind gestreckt und du hebst ab. Und in dieser Position stellst du dir wieder vor, Öffnungen schließen, also Beckenboden anspannen, hier den Transversus aktivieren. Und dann in die Länge ziehen. Und dann gehst du in den Unterarmstütz. Du wirst merken, das Ganze wird sich viel intensiver anfühlen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen
und wir sehen uns beim nächsten Mal. Denk dran, train smart, get fit.